So, und hier sind wir wieder. Und meine Mitbewohnerin hat sich gerade schon beschwert, dass wir so laut sind, beziehungsweise das Spiel. So, das ist die berühmt-berüchtigte Lampe. Die ich hasse. Man sieht auch, ich habe nicht gerade viel Öl im Inventar. Das heißt, ich muss auf meine Tinderboxen zurückgreifen und wirklich irgendwelche Kerzen an der Wand anzünden. Wenn sie da sind. Ja, wenn sie mal da sind. Okay. Mir fällt aber gerade mal auf, ich habe einen neuen Monitor und jetzt ist hier mein Spiel ein bisschen arg dunkel. Ich kann mir die Kamera ein bisschen hochstellen. Komm! So, passt das schon. Ja, doch, das passt schon. Das ist gut so. Perfekt. Tinderbox. Jetzt gleich mal sauber machen, mein Spiel. Da würde mir jetzt wieder ein böser Kommentar einfallen, aber den lasse ich mal. Oh ja, ich weiß ja schon, was für einer. Kann wirklich mal fegen. Na? So. Oh, ich bin ein Mann, ich kann nicht putzen, so. Ich hab's gesehen, ja. Schnauze. Janine. Genau. Kommt schon mal jetzt der erste. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Oh, don't, God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Genau, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. So, wie man sieht, war mein Charakter schlau genug, vor seiner Amnesie, vor seinem Erinnerungsverlust ein bisschen was zu machen. Könntest du das Öl noch nehmen? Sehr wichtig. So, hier ist anscheinend nichts mehr. Nein. Jetzt. Really? Ach ja, genau. Das, was man gerade eben gesehen hat, dass dieser Bildschirm blau aufgeleuchtet ist, ist, wenn mein Charakter irgendeine Erleichterung verspürt und dann geht seine Sanity wieder, die verbessert sich wieder. Weil von alleine wird die nicht besser. Da muss man höllisch aufpassen. Gerade eben auch schon wieder. Jetzt dürfte ich crystal clear sein. Ja, das war's ja eigentlich schon. Ach, ach da, nee, ich kann doch run. Ah, ich hab's ganz vergessen. Mission. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. Auf, in den Shisha-Schlauch zu sprechen. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Brennenburg. Ich finde es immer lustig, wie alle irgendwelche deutschen Schauplätze einen deutschen Namen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich vor soll, weil ich weiß, da passiert was und ob meine... Ach, ich zeig's einfach mal. Hä, da passiert was? Ja. Weißt du es nicht mehr? Nö. Pass auf. Ich weiß hier gar nichts mehr. Ach so. Ich wollte bloß schauen, ob mal... Ja? Ja. Genau, a slight headache. Also man sollte sowas wirklich tun, nichts vermeiden. Weil ich will nicht verrückt werden. Das ist auch interessant, man muss sich vor Monstern verstecken und wenn man halt eine schlechte Sanity hat, dann hört man, wie der Charakter langsam das Schnaufen anfängt und dann ist die Gefahr groß, dass irgendwelche Monster einhören. Wir werden beobachtet. Wir werden beobachtet von einer Dame. Huhu, dich hört man nicht. Ja. So, wo geht's denn hier lang? Oh, nee. Nee, da gehe ich noch nicht lang. Da kommen nämlich, glaube ich, die ersten Viecher. Ja. Was war hier? Eine Tür. Laboratory, da muss man das Zeug zusammenmixen, ne? Ich glaube. Keine Ahnung. Oben war. Unten war die Refinery und hier oben war, glaube ich. Ein Schrei.
Wohin gehst du jetzt? Ich geh jetzt nochmal. Wir sollten echt nicht so viel reden. Diese ganzen Szenen sind echt cool, wenn man nicht gestört wird beim Zugucken. Können noch das Audio ausschalten. Ja, dann vielleicht mal. So viel zum Weinkeller. Auf geht's. Daniel? Ja? Ich bin sehr auf deine Gesundheit bedacht. Ja, okay. Bitteschön. Im Sprung. So, die kracht jetzt, glaube ich, rein. Später mal drauf zurück. So, the lack of chimney to property when the fumes from the most recent experiments has taken its toll on many of the less stable ingredients in storage. Okay. Also das ist jetzt hier auch alles in den Notes verzeichnet. Das heißt, da kann man immer wieder nachschauen. Diaries ist, glaube ich, wenn man Diarrhea. Diarrhea ist, wenn du was Falsches isst. Ja, genau. Und Diaries. Fast das Gleiche. Nein, wenn man kann Tagebücher finden. Und da stehen die da drinnen. Und das sind quasi unsere Quests. Wir müssen jetzt einmal die Chemical Ingredients finden, um einen. Was müssen wir da herstellen? Dieses komische Ding, um diese komischen anderen Dinger wegzumachen. Ne? Dieses Ding, genau. Okay, richtig, genau. und natürlich noch den Schlüssel für den Wine-Seller. Sweet Chili Sauce for Chicken. Hier, die musst du herstellen. Bäh. There should be more Cooperites. Let me see them here. And one part Aqua Force. So. Ach ja, so. Also nicht böse nehmen, wir lesen das einfach mal still durch. Wenn es euch so schnell geht, könnt ihr auf Pause drücken. Könnt ihr es auch lesen. Wenn irgendjemand möchte, dass wir das vielleicht übersetzen, bitte in den Comments schreiben. Aber bis auf Weiteres lassen wir das einfach. So, Chemistry Pot. Tinderbox! Ach, das war der Safe, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was es macht, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Sanity wird dann besser und es speichert irgendwie mittendrin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sollte das vielleicht mal nachschauen, vielleicht weiß es ja jemand. Egal. Ich habe das Spiel fast durchgespielt, aber nie rausgefunden, beziehungsweise uns hat es nie interessiert, ehrlich gesagt. Ja, also, keine Ahnung, was das Ding macht. Ja. Für Tinderboxen habe ich noch 7 Stück. Irgendwann hattest du deinen ganzen Rucksack voller Tinderboxen. Die haben die 50 Stück oder sowas. So. Ich glaube, wir müssen jetzt auch hoch, da wo dann auch das Klavier steht. Weißt du das noch? Das Study? Ja. War das schon die Study? Nee, das war noch nicht die Study. Keine Ahnung, die ersten Viecher kommen ja dann erst noch später. Erst die ersten Szenen dort unten im Weinzeller. Ja. Oh, das wird noch ein Spaß, wenn wir dann rennen dürfen. Nee, du hast leicht reden, ich muss ja spielen. Wo ist denn das Gewitter von vorhin? Ja, stimmt, es ist weg. Es war vorhin so dunkel, ich habe ja alle Lichter anmachen müssen und dann habe ich gemerkt, oh, es ist wieder Tag. Da ging es natürlich auch nicht weiter. Den Brettern nach zu urteilen, One Butch. Ja. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dich habe ich gesehen. Komm her. So. Archives.